Oliver, was gibst du deiner Mannschaft mit für morgen und wie stellst du die Jungs ein für dieses Achtelfinale? Ja, dann nochmal Hallo, jetzt auch an unsere italienischen Gäste. Ja, wir freuen uns riesig auf das Spiel. Es war unser erstes ausgesprochenes Ziel, dass wir in der Champions League in die K.O.-Phase einziehen wollen. Und das haben wir dann mit dem Auswärtssieg in Lissabon erreicht. Und wir haben natürlich jetzt mit Napoli eine absolut tolle Mannschaft zugelost bekommen. Und wie es wir immer angehen in der K.O.-Phase, ist das Ziel ganz klar. Wir wollen weiterkommen. Wir wissen, dass eine sehr gute, eine sehr stabile Mannschaft auf uns wartet. Aber ich denke, auch wir sind sehr gut und sehr stabil. Und deswegen ja, freuen wir uns hier. Ausverkauftes Haus, tolle Atmosphäre. Mannschaft ist in einer sehr guten Form. Und ich denke, beide Mannschaften sind in einer sehr guten Form. Und genauso soll es sein. Champions League Achtelfinale. Und Herangehensweise ist klar. Wir werden auf Sieg spielen. Und ja, so wollen wir morgen auftreten. Mario, für dich auch eine besondere Partie, auch wenn du schon zahlreiche Champions League-Spiele absolviert hast mit Eintracht Frankfurt, jetzt aber erstmals im Achtelfinale dieses Bewerbs. Wie groß ist die Vorfreude bei dir auf morgen Abend? Natürlich sehr groß. Also in Betracht des Gegners, des Spiels, der Rahmenbedingungen, auch die harte Arbeit, die wir reingesteckt haben in der Gruppenphase und dann auch uns zu belohnen und jetzt einfach auch im Hinblick auf das Spiel einfach das auch zu genießen und mit sehr, sehr viel Vorfreude, Selbstbewusstsein in das Spiel zu gehen. Deswegen auch für mich persönlich natürlich ein sensationell gutes Spiel. Dann noch zu Hause das erste Spiel zu machen, wird interessant und wird gut. Wir freuen uns drauf. Danke euch beiden für das erste Statement. Dann gehen wir in die Fragerunde an Oliver Glasner und Mario Götze. Starten mit Christopher Michel von Sport1. Ja, Glasner, guten Tag. Mario auch, hallo. Herr Glasner, Sie haben am Samstag mal am Rande gesagt, wie viele Stunden Sie sich letzte Woche mit Fußball beschäftigt haben und auch mit SSC Neapel. Was genau kommt denn da außer dem Namen Osimhen auf die Eintracht alles zu? Ja, viel. Wir haben sehr viele Stunden uns Neapel auch angesehen, schon beginnend mit der Auslosung, dann natürlich im Winter, da war ja die Winterpause ziemlich lange und dann auch in der Vorbereitung. Er ist eine Mannschaft, die schon jetzt eigentlich einen sehr langen Zeitraum, schon beginnend eigentlich mit Ende letzter Saison, wahnsinnig gut performt. Sie spielen auch jetzt fast immer mit der gleichen Aufstellung. Jetzt war vielleicht 2, 3 Spieler, die rotiert wurden. Ich denke, dass man dass Neapel nicht nur auf die Offensive mit Osimhen und Kvaratskhelia zu reduzieren ist, sondern sie haben eine hervorragende Balance im Spiel. Sie bekommen auch mit Abstand die wenigsten Gegentore in der Serie A. Sie haben natürlich eine außergewöhnlich gute Gruppenphase gespielt mit Liverpool, Ajax und die Rangers, die wir ja auch kennen. 3 Mannschaften ganz klar hinter sich gelassen. Ja, und jetzt ist aber auch vorbei mit Schwärmen, sondern wie jede Mannschaft und die besten 16 in Europa, die duellieren sich jetzt, hast du Stärken, aber es gibt schon auch den einen oder anderen Punkt, den wir gesehen haben, wo wir denken, was auch zu unserer Spielweise passt, wo wir dann uns Chancen ausrechnen und das gilt es dann morgen alles in höchster Qualität auf den Platz zu bekommen. Und ja, die Spieler geben mir einfach immer ein sehr gutes Gefühl, weil sie sehr aufmerksam sind und immer versuchen, alles bestmöglich umzusetzen. Und deswegen auch für mich als Trainer gehe ich mit großer Vorfreude, mit großer Zuversicht und mit großem Selbstvertrauen in das Spiel, weil ja, die Spieler und die Jungs mir einfach immer ein sehr gutes Gefühl geben. Ingo Dusterwitz von der Frankfurter Rundschau hier vorne. Herr Glasner, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, also letzte Saison, da haben Sie mal gesagt, dass die südeuropäischen Mannschaften vielleicht ein bisschen Probleme mit der Intensität ihrer Mannschaft haben. Würden Sie das jetzt auch noch sagen oder ist das jetzt ein Level, auf dem das quasi egal ist, weil Champions League Achtelfinale gibt es sowas nicht mehr? Ich denke, dass Neapel, und ich habe das hatte ein Interview mit einem italienischen Medium, da habe ich gesagt, ich finde, Neapel spielt anti-italienisch. Und das ist für mich auch einer der Gründe, warum sie so weit vorne sind. Ja, sie haben mit Abstand die höchste Intensität in ihrem Spiel. Sie spielen sehr aggressiv,
gegen den Ball, hohes Pressing. Sie spielen ein wahnsinnig intensives Gegenpressing. Auch das ist in Italien sonst nicht so häufig anzusehen. Sie verteidigen mit ihren Innenverteidigern, mit Kim und mit Ramani auch sehr aggressiv nach vorne. Die geben dir immer Druck. Und das ist so ein bisschen anders wie viele andere Mannschaften in Italien. Wie generell vielleicht viele Mannschaften in Südamerika, die dann mehr über Ballbesitz kommen und sich eher dann zurückziehen. Und da ist Neapel, hat eine andere Spielweise. Und aber darauf sind wir vorbereitet. Wir kennen das so in die Richtung, aber jetzt einen Vorteil in puncto Intensität werden wir in diesem Spiel nicht haben. Andreas Schirmer von der dpa. Herr Glasner, Sie waren ja schon mit Ihrer Mannschaft im Europa-League-Finale. Jetzt ist das Achtelfinale auch Neuland. Kann man diese Erfahrung eines so hochwertigen Spiels wie das Finale, auch mit dem Druck, der darauf liegt, mit all diesen Dingen, kann man da was mitnehmen und sagen, Achtelfinale hat ja auch einen sehr hohen Stellenwert jetzt im Moment, dass man daraus irgendwie was machen kann? Ja, zuerst hilft es nicht, wenn ich was mitnehme, weil die Spieler die wichtigsten Protagonisten sind und Mario hat viel mehr Erfahrung auf dem Niveau wie ich. Also deswegen habe ich hier auch vollstes Vertrauen, aber unsere Herangehensweise ändert sich nicht und das ist mir ganz wichtig, dass wir jetzt unabhängig, ob es das Pokalspiel gegen Darmstadt war oder jetzt gegen Bremen und auch jetzt gegen Neapel, dass wir versuchen, unseren Fußball auf den Platz zu bekommen mit all unseren Stärken, die wir haben, weil ich denke, dass wir, wenn wir gegen Neapel gewinnen wollen und das wollen wir, unsere Stärken brauchen und das ist dann unabhängig, ob Champions League Achtelfinale, ob Europa League Finale oder Pokal Viertelfinale. Das ist völlig belanglos und das ist, wie wir in jedes Spiel gehen. Und damit sind wir auch gut gefahren. Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken. Natürlich versuchen wir, die Stärken von Neapel, so gut es geht, auszuschalten. Aber die Herangehensweise ändert sich in keinster Weise. Philipp Hofmeister vom Hessischen Rundfunk. Holen wir den erfahrenen Mario doch mal wieder mit ins Spiel. Im Vorfeld gab es ja so ein paar, ich sage es mal, akustische Differenzen, was die Fans anging. Die haben natürlich wieder eine Choreografie geplant. Die wird jetzt wohl nicht zustande kommen. Da gab es Ärger mit der Frankfurter Feuerwehr. Ich habe das wahrscheinlich am Rande auch so ein bisschen mitbekommen. Jetzt muss ein bisschen improvisiert werden morgen, anstatt dass man diesem Spiel auch so optisch diesen Rahmen gibt, den es eigentlich verdient hätte. Was macht das mit euch als Mannschaft? Wie viel nimmt das bei euch von der Vorfreude vielleicht auch ein Stück weit weg? Oder muss es euch ein Stück weit auch egal sein? Am Ende ist das ja ein Thema von anderen Stakeholdern oder auch vom Verein. Ich meine, da haben wir Spieler ja wenig Einfluss drauf. Wir freuen uns einfach auf den Fußball, wir freuen uns auf das Spiel. Und wir wissen, ob Choreo mit oder ohne, wir wissen, dass die Fans da sind, dass alle im Stadion sich auf dieses Spiel freuen, dass sich die Stadt drauf freut. Und wir sind uns als Spieler auch sicher, dass es eine gigantische Stimmung wird. Und von daher ist das jetzt kein so ein großes Thema bei uns. Roland Palmert von der Bild-Zeitung. Einen Trainer, ob es bei Sebastian Rode noch Hoffnung gibt und dann aber an Mario eine. Das Rüstzeug, die Erfahrung in so einem Spiel, das ist ja wirklich für Eintracht Frankfurt ungewöhnlich. Wie geht man da als Spieler ran? Geht das wirklich nur, kann man da immer Spaß behalten oder gibt es dann auch kritische Szenen oder kritische Momente in solchen Spielen, wo man dann sich erinnern muss, wie kriege ich da jetzt die Mannschaft wieder in die Spur? Und am Ende, natürlich habe ich eine gewisse Erfahrung gesammelt über die Jahre, aber nichtsdestotrotz zählt da auch immer das Momentum und es zählt auch die letzten Monate. Und auch wenn wir gesehen haben, wie wir unsere Gruppenphase gespielt haben, auch die Learnings, die wir als Mannschaft mitgenommen haben, jeder einzelne Spieler, auch mal als wir in Rückstand geraten sind oder auch das erste Spiel zu Hause, wo wir einfach viele Erfahrungen auch gesammelt haben und das auch mitgenommen haben und nichtsdestotrotz am Ende die Gruppenphase überstanden haben und jetzt auch uns dieses Spiel verdient haben. Und deswegen, wir freuen uns als Mannschaft drauf und wir wissen, wie schwierig es ist, diese zwei Spiele erfolgreich zu bestreiten, gerade auf diesem Level und diesem Niveau. Aber wie gesagt, klar ist Erfahrung immer wichtig, aber am Ende zählt der Moment, es zählt die Leistung, es zählt die Performance auf dem Platz, es zählt, dass wir als Mannschaft auftreten, defensiv, offensiv zusammen agieren und das umsetzen, was wir die letzten Wochen und Monate gemacht haben. Und deswegen, das wird das alles Entscheidende sein. Und zu Sebastian. Also Sebastian hat heute individuell trainiert, wird morgen mit dem Kader sein, sofern heute nichts mehr dazwischen kommt. Allerdings wird er nicht von Anfang an spielen können. Hartmut Scherzer. Ich habe eine Frage an Mario Götze. Hallo.
die Weltmeisterschaft war ja für dich in der Nationalmannschaft eine große Enttäuschung. Ist jetzt diese Herausforderung und diese Gelegenheit Champions League mit der Eintracht für dich die neue Herausforderung und eine gewisse Entschädigung? Sagen wir es mal so, das ist ja das Schöne am Fußball, es gibt ja immer neue Herausforderungen, es gibt neue Challenges. Das eine liegt jetzt auch schon ein bisschen in der Vergangenheit, von daher, das habe ich auch schon erwähnt. Ich meine, es gab einen Jahreswechsel, wir spielen schon die Rückrunde, wir sind schon wieder in der Champions League, wir sind schon wieder beim Verein, deswegen ist das Nationalmannschaftsthema für mich jetzt auch ja, ad acta gelegt und ein Stück weit in der Vergangenheit. Und wie schon gesagt, im Fußball geht es ja auch schnell, man hat immer wieder neue Herausforderungen, persönlich, als Mannschaft, als Verein. Und da liegt jetzt auch der volle Fokus drauf. Und deswegen ist die Vorfreude größer, als jetzt irgendwie in die Vergangenheit zu blicken und da noch irgendwelche Lehren draus zu ziehen. Deswegen der Fokus ist auf der Champions League, die Vorfreude ist da und das ist auch das, was für mich als Spieler zählt. Roman Unger von der Bild. Herr Glasner, wie sehr grübeln Sie noch über die Konstellation hinten in der Abwehr? Christian Jakic hat es sehr gut gemacht am Samstag. Makoto Seba hat mehr Erfahrung. Welche Abwägungen müssen Sie da treffen? Können Sie uns da vielleicht mal ein bisschen mitnehmen? Ja, ich habe schon das eine oder andere Mal gesagt, das sind für mich sehr angenehme Überlegungen, weil ich zwischen Spielern wählen kann, die alle in einer sehr guten Verfassung sind. Ja. Das ist das gleiche rechts mit Ansgar, der es sehr gut gemacht hat. Wir haben links die Option, wir haben Smoller, der sehr gut gespielt hat, wenn er reingekommen ist oder von Anfang an gespielt hat. Also ich kann zwischen Spielern wählen, die alle in sehr guter Verfassung sind und das ist mir wichtig und wofür wir uns dann entscheiden, das gibt es morgen um 21 Uhr. Christopher Michel. Mario, wir haben das Thema Erfahrung gerade bei dir angesprochen. Vor 10 Jahren hattet ihr ja mit Dortmund diesen unglaublichen Road, sag ich mal, zum deutsch-deutschen Endspiel. Siehst du gewisse Parallelen, dass sowas mit der Eintracht so ein Flow möglich ist? Habt ihr auch so ein Rüstzeug, dass richtig was möglich ist in dieser Champions-League-Saison? Vielleicht ein bisschen weit hergeholt jetzt auch vor 10 Jahren, aber am Ende ist der Flow wichtig, klar, es ist die Leistung, die Performance wichtig, es ist die Energie in der Mannschaft wichtig, die ist gegeben, auch die letzten Wochen und Monate und ich glaube, dass natürlich viel möglich ist, auch für uns als Mannschaft, als Verein und deshalb blicken wir sehr, sehr positiv in die Zukunft, aber wir wissen, wie gesagt, auch wie schwierig das ist, dieses Level zu halten, auch über Woche für Woche in allen Wettbewerben. Schwierig, da ein paar Parallelen zu ziehen von vor 10 Jahren. Die beiden Kollegen hier in der vorletzten Reihe, bitte. Hallo Mario. SC Neapel, eins der formstärksten Teams im Moment in Italien. Inwiefern war das auch in der Mannschaft Thema bei euch? Habt ihr euch da Spiele irgendwie angeguckt im Team, jetzt unabhängig auch vom, was euch das Trainerteam mitgegeben hat? Ich meine, es bleibt ja als Spieler, als Fußball interessiert er ohnehin nicht aus, dass man sich auch die anderen Ligen anschaut und Neapel jetzt auch in der Verfassung zu sehen und auch die Tabellenkonstellation in Italien. Deswegen, das spricht natürlich für die Mannschaft, spricht für den Verein auch. Deswegen, das ist natürlich ein Thema, aber wir wissen auch, wie gut wir sind. Wir wissen, wie gut wir sind zu Hause, welche Qualitäten wir mitbringen. Und am Ende schauen wir auf uns und auf unsere Performance und das, was wir abliefern müssen und können. Und deswegen ist ja eine schöne Begegnung. Ja. Bitte sehr. Hallo, mein Name ist Jennifer Lanz von RTL Hessen. Meine Frage geht auch an Mario. Deine Frau hat ja auf Instagram bestätigt, dass sie jetzt nach Dubai zu 100% auswandern wird. Jetzt ist meine Frage an dich, wie machst du das mit dem Pendeln oder was sagst du generell dazu? Ich glaube, jetzt kein Thema für die jetzige Situation. Also ich weiß nicht, wo Sie das gelesen haben, aber es ist mir neu. Ja. Ingo Rustewitz. Frag nochmal nach. Herr Glasner, jetzt könnte man ja sagen, Achtelfinale, Champions League, das ist Motivation genug, aber gibt es denn noch so ein extra Bonbon obendrauf, ein schönes Video oder keine Ahnung was, um die Mannschaft noch mal heißer zu machen? Ja, ich glaube, die Mannschaft ist heiß wie Frittenfett. Also
Ja, wir haben schon auch natürlich überlegt, soll man noch mal einen Input geben, gäbe so viele wunderbare Bilder, aber mehr wie Gänsehaut geht dann auch nicht und die haben die Spieler, deswegen haben wir uns entschieden, ihnen nichts mehr jetzt zusätzlich zu zeigen, weil auch ja, wichtig ist natürlich Emotionen, Begeisterung, aber es ist auch nicht too much, ja. Es geht auch darum, dann die Aufgaben auf dem Platz so abzuarbeiten, so zu erfüllen, dass wir in der Lage sind zu gewinnen und jetzt ja, motiviert sind alle, aber auch in jedem einzelnen Spiel. Das hat man jetzt wieder gesehen gegen Bremen, wo ja so ein bisschen das Bedenken war, nicht bei mir, aber im Umfeld. Ja, können die fokussiert sein, wenn drei Tage später dieses Highlight-Spiel kommt? Und Mario und alle anderen Spieler haben gezeigt, ja, sie können fokussiert sein, sie brauchen kein extra Video. Ich war schon eure Schlagzeile, by the way. Archer in Tat von ESPN. Hi, eine Frage an Mario. Randall Kolo Muani spielt aktuell eine sehr starke Saison. Was macht ihn so stark als eine Mitspieler für Sie? Ja, in erster Linie sensationeller und guter Typ, guter Charakter. Auch gerade jetzt in der kurzen Zeit, seitdem er in Deutschland ist, seitdem er in Frankfurt ist, wie er sich eingelebt hat, wie er sich eingebracht hat. Ich glaube, das ist eine enorme Qualität. Zeigt dann nicht nur auf dem Platz jedes Wochenende, sondern auch im Training und tut der Mannschaft gut, tut, glaube ich, jedem Einzelnen gut und die Qualität, die er mitbringt, ist sensationell und wir profitieren natürlich sehr, sehr, sehr stark davon und freuen uns, dass er bei uns in der Mannschaft ist und all das, was er jetzt auch mitgenommen hat, die letzten Wochen und Monate plus irgendwie Nationalmannschaft und jetzt auch wieder abzuliefern und zu performen, das spricht für ihn und seinen Charakter und das ja, ist eine Bereicherung für uns. Wir freuen uns auf ihn, ja. Julian Franzke vom Kicker. Hallo, guten Tag. Herr Glasner, nochmal eine Frage an Sie, so ein bisschen in fachlicher Hinsicht. Wie muss sich Ihre Mannschaft taktisch verhalten, dass Neapel nicht zu sehr in diese Lücken kommt, die es ja immer mal wieder in dieser Systematik gibt, zwischen außen, dem äußeren Innenverteidigern und dann auch den Schienenspielern? Das ist so ein bisschen vielleicht die Schwäche des Systems, dass wenn man da nicht aufpasst, der Gegner schnell umschaltet, kommt er rein. Da hat Napoli ja auch die richtigen Spieler für. Ja, worauf kommt es da an, um das zu verhindern? Wir müssen eine gute Taktik haben. Also ja, freut mich mal wieder ein fachliches, kein Dubai-Thema. Ja, wird eine Herausforderung. Ich denke, dass wir gerade auch in der 4-3-3, wie Neapel eigentlich immer spielt, mit sehr breiten Flügeln, die gut im 1 gegen 1 sind, mit Achtern, Zielinski, Anguissa, die dann auch immer wieder nachstoßen. Ja, wird eine Challenge für uns, aber das System kennen wir aus der Europa League letztes Jahr. Das System kennen wir aus dem Bundesligaspiel, das noch nicht allzu lange zurückliegt, wo die Spieler gezeigt haben, dass wir sehr kompakt sein können und trotzdem torgefährlich. Und das nehmen wir dann auch mit. Und wir müssen jetzt nichts großartig neu erfinden, sondern ja, wir wollen dann natürlich, dass wieder unsere Kompaktheit, mannschaftliche Geschlossenheit mit bestmöglicher Qualität auf den Platz bekommen. Und dann wird ganz wichtig sein, dass wir immer wieder Neapel auch in der Defensive beschäftigen. Und das ist die Taktik. Kollege aus Italien, bitte. Sì, eccomi. Bitte sehr. Bruno Maiorano, il Mattino. Von der Zeitung Il Mattino, Bruno Maiorano. Was denken Sie über Spalletti eigentlich? Gibt es irgendwas, was Ihnen am Spiel von Spalletti gefällt? Und dann, weiß nicht, ob Sie das wissen, in Neapel sind wir sehr abergläubisch. Aber mich würde es interessieren, haben Sie irgendwelche, Ihre blauen Hosen, bringen die Ihnen Glück? Ich habe gewechselt auf schwarze Hosen. Blau war Europa League, schwarz ist Champions League. Und ja, ich habe wahnsinnig großen Respekt vor Spalletti, war mit all seinen Mannschaften sehr erfolgreich, mit Inter Mailand, jetzt mit Neapel. Bin auch überzeugt, dass Neapel, ich weiß, dass Aberglaube ist in Neapel, aber ich bin überzeugt davon, dass ihr nach Maradona jetzt den Scudetto holt in diesem Jahr und auch völlig verdient holt. Ich hatte mal eine, ich glaube, da wird sich Spalletti nicht mehr erinnern können, aber ich kann mich noch erinnern, ich war Co-Trainer bei RB Salzburg und wir waren beide gemeinsam, er damals Trainer bei Zenit St. Petersburg und wir waren im gleichen Hotel auf Trainingslager im Winter und da hat er mich mal so in den
Arm genommen, als wir gemeinsam im Lift gefahren sind, hat sich bei mir eingeprägt. Ich denke, er wird sich nicht mehr erinnern können. Aber toller Trainer, mit all seinen Mannschaften erfolgreich, eine klare Struktur im Spiel. Mir gefällt die tolle Balance, immer eine sehr gute Absicherung auch bei ihrem Offensivspiel. Also ja, ein Mann, ein Trainer, der einfach über viele Jahre mit vielen Mannschaften sehr erfolgreich war. Und das spricht auch für ihn und seine Qualitäten. Bitte sehr, die Kollegin hier vorne. Hi Mario, Claudia Vivenzio di Tele A. Claudia Vivenzio, Tele A. Mario, du bist ein Champ. Du hast sehr viele Champs auch gesehen in deiner Karriere. Kvaratskhelia, Osimhen, siehst du das? Siehst du sie als Champions? Ich glaube, wenn man sieht, welche Performance sie abliefern, besonders jetzt auch in diesem Jahr, dann spricht das natürlich für die Qualität der Spieler und auch für deren Charaktere und auch, dass sie das einfach auch alle drei Tage, jede Woche abliefern. Und das sind natürlich Eigenschaften, die du als Athleten mitbringen musst, die du als jemanden Briten bringen musst, der Titel gewinnen will. Und ich glaube, da sind viele Parallelen zu sehen. Und deswegen, ich freue mich aufs Spiel und auch mich mit diesen Spielern messen zu können. Und glaube, dass sie dieses Jahr einfach eine große Chance haben, auch den Meistertitel zu gewinnen. Ja. Der Kollege aus Neapel, bitte. Guten Tag, Herr Glasner. Luigi Giordano, Pianeta Neapel. In der Gruppenphase haben Sie in Marseille gewonnen und in Lissabon. Also eine starke Mannschaft auch auswärts, ne? Jetzt dauert es aber 180 Minuten. Ist morgen ein Unentschieden okay für die Mannschaft? Das weiß ich nicht. Heute sage ich nein, weil wir natürlich gewinnen wollen, aber wir wissen nicht, wie das Spiel verläuft. Und manchmal sagst du im Nachhinein, das Unentschieden ist okay, aber heute ist unser Ziel, das Spiel zu gewinnen. Es ist in dieser Saison zwei Mannschaften gelungen gegen Neapel, Inter Mailand zu Hause 1-0 und Liverpool an der Anfield Road. Und wir wollen die dritte Mannschaft sein, die das gelingt. Wir werden alles dafür investieren. Und morgen nach dem Spiel können Sie mich gerne nochmal fragen. Und dann hoffe ich, dass ich wieder sage, ja, wir haben unser Ziel erreicht und das Spiel gewonnen. Lukas Dombrowski von der Sportbild. Ja, Herr Glasner, wenn man in den letzten Jahren auf die Europapokalgegner der Eintracht schaut, dann waren oft Teams dabei, die sehr gute Läufe hatten. Sei es letztes Jahr, ich glaube, Betis, Barca dann auch kurzfristig davor in den Spielen. Marseille jetzt auch in der Gruppenphase vor ihrer Zeit, waren es auch noch Benfica, Schachtjor. Inwieweit gibt es Sicherheit, dass anscheinend solche Serien immer dann egal werden, sobald diese Mannschaften gegen Eintracht antreten und da keiner übermächtig ist? Ich denke, so ähnlich wie Mario gesagt hat, alles, was in der Vergangenheit war, ist jetzt nicht mehr so wichtig, sondern was wichtig ist, ist in welcher Form wir auch sind. Und auch wir spielen sehr stabil, auch wenn wir, ja, ich weiß es jetzt nicht, aber die letzten 15 Spiele haben wir ein Spiel oder zwei verloren. Also sehr stabil auf hohem Niveau. Die Spieler sind topfit, sind immer wahnsinnig engagiert. Ich denke, wir sehen in jedem Spiel, wozu wir in der Lage sind. Und was uns einfach viel Selbstvertrauen gibt, ist, dass wir wissen, wenn wir an unserem obersten Limit performen, dann haben wir gegen jede Mannschaft in Europa eine Chance zu gewinnen. Und deswegen liegt bei allem Riesenrespekt, den wir vor Neapel haben, der Fokus auf unserer Leistung, weil das ist, was wir beeinflussen können. Und das gibt uns Selbstvertrauen, weil Barcelona ist lange her und Betis Sevilla ist noch länger her. Aber unsere Leistung auch jetzt vor zwei Tagen, das gibt uns Selbstvertrauen. Alex Bonengel von Sky Sport News. Herr Glasner, anknüpfend daran, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die so eine außergewöhnliche Offensivpower hat wie Neapel, verschiebt sich da, auch wenn man in erster Linie auf sich selbst schaut und schaut, dass man seinen Stil durchbringen kann, verschiebt sich irgendwas in dieser Balance zwischen Mut und Vorsicht vor so einem Spiel? Ja, das ist immer Risiko und Chancen, das ist immer so die Abwägung, aber wir wollen auch da, wir haben ja das eine oder andere entdeckt, was eine Chance für uns ist, was aber gleichzeitig vielleicht ein Risiko sein kann, weil Neapel ja auch auf diesen Situationen
vielleicht reagieren und eine Antwort haben kann. Und dann ist für uns jetzt wieder ein Schritt weiter zu gehen, sagen wir, okay, wir nehmen die vorsichtige Variante. Das ist, wir wollen vielleicht nicht diese Chance sehen und nutzen, sondern eher vorsichtig. Aber wir sagen, nee, wir wollen unsere Chancen nutzen. Wir sehen die. Die wollen wir auch zu unseren Gunsten ausnutzen und überlegen uns im nächsten Schritt, wie wir trotzdem diese Gefahren, dieses Risiko, das dann durch Neapel entsteht, kontrollieren können. Aber wir wollen immer unsere Chancen sehen. Ich denke, es ist eine generelle Einstellung, wie man auch durchs Leben geht, dass man nicht immer hinter jeder Tür Gefahren sieht, sondern auch jede Tür, wenn du öffnest, ist auch wieder eine Chance, etwas Neues kennenzulernen, was Neues zu sehen. Und so ist es hier auch. Wir sehen in der Regel unsere Chancen und wollen die Risiken minimieren und vor allem kontrollieren. Manuel Guardasole von Calcio Napoli 24. Guten Tag, Mario Götze, bitte eine Frage. Also, ihr habt euch viele Stunden lang Napoli angeschaut. Hast du auch viele Stunden Lobotka angeschaut? Tust du ihn blockieren? Und dann 2020 hat man gesprochen von einer Möglichkeit von dir nach Neapel zu kommen. Hätte es sein können, dass du vielleicht, das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, dass du für Napoli gespielt hättest morgen? Erstmal grundsätzlich natürlich verfolgt auch die Mannschaft und wie sie gespielt haben und natürlich auch Lobotka. Und ich meine, sensationeller Spieler, wie er es macht, immer die Übersicht behält, viel mit ersten Kontakt spielt, sehr, sehr gut seine Mitspieler einsetzt. Deswegen, er hat natürlich enorme Qualitäten auch auf seiner Position. Von daher, ich freue mich darauf, ihn morgen zu sehen. Und bezüglich Neapel, 2020 ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Von daher liegt alles so ein bisschen in der Vergangenheit. Die Möglichkeit war nicht da und auch nicht präsent. Deswegen, also das sind auch so Eventualitäten aus der Vergangenheit. Da beschäftige ich mich eigentlich nicht mehr so stark damit. Natürlich größten Respekt natürlich auch an den Verein und Club aktuell, aber das ist jetzt für mich, war das damals auch kein Thema. Ja. Ingo Dustewitz. So eine Frage an Mario Götze. Sie haben ja sehr viel erlebt schon und wollen jetzt nicht von der WM anfangen damals. Und jetzt sind jetzt nochmal voll durchgestartet, haben gesagt, Sie freuen sich sehr auf das Spiel. Welche Bedeutung oder welchen Stellenwert würden Sie dem denn geben morgen? Man sagt ja immer so schön, das nächste Spiel ist das wichtigste Spiel. Deswegen ist natürlich jetzt auch, wenn man meine letzten Jahre sieht, mit der Gruppenphase jetzt in der Champions League, davor die Jahre habe ich Euroleague gespielt. Deswegen ist die Vorfreude natürlich riesig, auch jetzt die K.O.-Spiele zu spielen. Und meine Erinnerungen an die Champions League generell sind einfach sehr, sehr positiv und auch an die Atmosphäre, an die Spiele, besonders die K.O.-Spiele. Und deswegen hat das natürlich auch immer einen gewissen Stellenwert bei einem Spieler, bei einem Verein natürlich auch. Und der Wettbewerb ist einfach sensationell gut. Und deswegen wollen wir da natürlich auch möglichst lange drin bleiben und das genießen. Und deswegen ist der Stellenwert bei mir natürlich auch hoch. Ja. Christopher Michel. Rio, Uwe Bein, eine Eintracht-Legende, hat im Kicker gesagt, Kamada und Mario Götze sind das beste Mittelfeldduo der Bundesliga in guter Form. Was macht denn dieses Zusammenspiel mit Daichi Kamada aus und warum harmoniert es so gut? Am Ende können wir natürlich auch nur so gut performen, wenn die Mannschaft gut performt. Ich glaube, das ist vorab erstmal das Wichtigste, dass wir als Mannschaft gute Leistungen bringen. Und dann sind wir oder bin ich auch davon überzeugt, dass jeder Einzelne einfach seine beste Performance zeigen kann. Und das ist glaube ich, aktuell auch der Fall. Und Daichi ist ein sensationell guter Spieler, besonders mit seinen offensiven technischen Fähigkeiten. Und deshalb verstehen wir uns einfach auch sehr, sehr gut auf dem Platz. Und deswegen, also wie gesagt, die Mannschaftsleistung steht irgendwie im Vordergrund, um dann auch Performance zu bringen. Und ich glaube, Daichi hat das die letzten Jahre auch bewiesen und ist auch nicht umsonst mit Japan so weit gekommen und hat gute Leistung gezeigt. Und deswegen ist es sensationell gut, dass er bei uns auch in der Mannschaft ist. Ja. Langsam zum Ende kommen, haben hier noch zwei Wortmeldungen, die Kollegin und dann hier. Starten hier links. Herr Glasner, einen trainieren Sie, den anderen haben Sie studiert, Kolomouani und Osimhen. Gibt es Unterschiede oder Gleichheiten zwischen diesen Spielen und welche, wenn ja?
Ja, es gibt Parallelen. Ich denke, ihr Tempo ist, beide haben ein außergewöhnlich gutes Tempo. Ja, Victor Osimhen ist vielleicht ein Stück weit noch robuster als Randall. Und dafür ist Randall vielleicht jemand, der etwas mehr noch die Tiefe sucht. Osimhen ist auch jemand, der dann oft als Wandspieler fungiert und die Bälle ablegt auf die nachkommenden Achter. Ja, aber sind, denke ich, beides derzeit sicherlich unter den Top 5 der europäischen Stürmer. Oder die in Europa spielen. Osimhen ist ja ein afrikanischer Stürmer, aber der Stürmer, die in Europa spielen. Bitteschön. Salve, guten Tag. Für beide die Frage. Wer antworten will, kann antworten. Wir haben zuerst über die Fans gesprochen, da mit dieser Choreografie-Geschichte. Es wird auch sehr kontrolliert, was die Napoli-Fans da kommen. Können Sie vielleicht irgendwie einen Appell richten, dass da alles in geordneten Bahnen abläuft, auch mit den Tifosi aus Italien, dass da nichts passiert? Ja, den Appell haben wir natürlich immer, weil wir alle wollen ein Fußballfest morgen feiern. Und ein Fest soll immer friedlich abgehen, soll immer mit großer Atmosphäre, mit großer Leidenschaft für seinen Club sein. Und das wünschen wir uns. Und das ist natürlich auch der Appell an alle Fans, an unsere und an die von Neapel, dass wir hier einen würdigen Rahmen schaffen für ein Champions League Achtelfinale, wo alle mit großer Begeisterung herkommen und am Ende dann alle mit großer Begeisterung auch nach Hause gehen. Schönes Schlusswort. Dankeschön, Oliver. Danke, Mario. Danke an euch. Und wir sehen uns morgen Abend beim UEFA Champions League Achtelfinale-Hinspiel zwischen Eintracht Frankfurt und der SSC Napoli. Bis dann.